Da ist er ja wieder, der Supercop der späten 80er und frühen 90er Jahre, Robocop. Am 6. Februar läuft das Remake in den deutschen Kinos an und was darf da selbstverständlich nicht fehlen? Richtig, die passende Lizenzversoftung. Und leck mich fett ist die beschissen. Das Beste gleich vorweg, misshandelt wird zum Glück nur euer Tablet oder Smartphone. Im Video zeigen wir die iOS-Version auf einem iPad Mini. Robocop The Game finanziert sich über Microtransactions. Das eigentliche Spiel ist kostenlos. Und wie macht man so richtig Asche mit einem Free-to-Play-Game? Also wie bescheißt man die Leute richtig hart? Ja, richtig, man verkauft Items und Upgrades zu horrenden Preisen. Ein neues Waffenpack bestehend aus 5 Waffen kostet gute 4.333 Goldbarren. Und das ist angeblich schon ein super Special-Angebot. In Euro sind das übrigens so knapp 100 für 5 Waffen. Okay, klar, man kann auch Goldbarren kostenlos bekommen. Für 30 Sekunden Werbung gucken und dann auf Weiterklicken. Dann bekomme ich einen Goldbarren. Also müsste ich theoretisch nur 4.333 mal Werbung gucken. Also nur knapp 36 Stunden. Geil! Immerhin kann man das Spiel zu einem Teil auch ohne Upgrades und Co. zocken. Was einen dann erwartet? Ein richtig mieser Rail-Shooter. Robocop schießt automatisch, wenn ihr Ziele anvisiert. Das macht ihr einfach mit dem linken oder rechten Finger. Wir müssen also nur zielen und hin und wieder mal ein Knöpfchen drücken, um zum Beispiel die Deckung zu wechseln. Fertig. Na gut, okay, zugegeben. Manchmal scannen wir vielleicht auch noch unsere Gegner, um zu sehen, wen wir erschießen dürfen und wen nicht. Aber was soll's. Eigentlich war es das inhaltlich schon. Die Level sind, naja, vorhanden. Und die Optik ist, naja, da. Fragt man das Spiel mal freundlich, ob es einen Multiplayer hat, so antwortet es etwas mit Häme, hab ich nicht. Auf die Frage Abwechslung, fick dich. Und auf die andere und letzte Frage, künstliche Intelligenz, naja, sagen wir mal so, in einem Duell 500 Robocop-Gegner gegen einen Call of Duty-Terroristen, ja, der COD-Typ würde wohl leider gewinnen. Was bleibt, ist der übliche Lizenzschrott hoch 2 inklusive Microtransactions. Da gebe ich doch ehrlich gesagt lieber 10 Euro aus und spiele, keine Ahnung, was empfiehlt mir Steam gerade? Oh Gott, nein, nein! Shit.